Einen wunderschönen Sonntagmorgen hier aus dem Landhaus Ettenbühl. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Und was machen wir heute? Rosen und Stauden. Weil Sie fragen immer wieder, kann man überhaupt andere Pflanzen zu Rosen dazusetzen? Wie mache ich das, wenn ja? Welche Stauden eignen sich um Rosen herum? Und das gucken wir uns heute einfach mal an in den verschiedenen Farbfamilien. Also gelbe Rosen, was kann ich dazu setzen? Rosa Rosen, was kann ich dazu setzen? Pink, Purpur, einfach solche Kombinationen. Ideen, Anregungen für Sie, was Sie dann draus machen, ist natürlich, bleibt Ihnen überlassen. Aber wenn Sie zum Beispiel im Beet, und das wird häufig bei uns gefragt, so 2 Quadratmeter haben oder auch größer, kleiner, je nachdem, was kann ich damit machen? Und vielleicht gleich dann mit so einem Paket starten, wo alles schon aufeinander abgestimmt ist und zusammenpasst. Gucken wir uns zusammen an. Los geht's. Hier im Landhaus Ettenbühl, da toben wir uns natürlich auch aus in unseren Beeten und spielen mit den Farben. Wir lassen sie entweder wunderschön von Farbfamilie zu Farbfamilie harmonisch fließen, wie in unserer Yellow Brick Road, wo die Pflanzen dafür sorgen, dass es einfach einen harmonischen Farbfluss gibt. In anderen Bereichen arbeiten wir wunderbar mit Kontrasten zum Beispiel. Wenn es um Gelb und Purpur geht, kann man wunderschön spielen. Und dann gibt es auch wieder Bereiche, wo wir vor allem auch mit Laubfarben arbeiten, mit silberlaubigen Pflanzen, die dann ganz wunderschön zu purpurnen Rosen oder eben auch zu leicht blaustichigen Rosen passen. Und das machen wir zum Beispiel im Border in unserer Märchenwiese. Da kommt natürlich in den nächsten Monaten jede Menge auf Sie zu, was wir Ihnen zeigen können, weil natürlich diese schön zusammengestellten Beetkombinationen ganz, ganz viel in Ihren Gärten hergeben. Und deswegen heute unsere ersten Tipps für Sie. Hier fangen wir an mit einer Gelbkombination und zeigen Ihnen heute durch verschiedene Farbfamilien, was Sie in Ihren Gärten ganz einfach auch machen können. Hier haben wir jetzt einfach mal zum Anfang eine schöne Gelbgruppe, und zwar, wir gehen immer von unseren Rosen aus. Ja? Also wir planen unsere Beete von unseren Rosen. Wir sind ja keine Staudengärtnerei, sondern eine Rosengärtnerei. Natürlich mit einem Landschaftspark und ganz, ganz vielen Beeten und Borders, in denen natürlich nicht nur Rosen sind. Da sind natürlich ganz viele verschiedene Stauden und Gehölz und Sträucher auch überall drin. Aber die Planung geht eigentlich prinzipiell farblich mal von den Rosen immer aus. Und hier haben wir jetzt gelb, die Goldammer, eine wunderschöne Rose von John's Garmin, die sich hervorragend als ein üppiger Strauch eignet und mit einem schönen warmen Gelb. Wir setzen immer die Dreiergruppen, das kennen Sie schon, in der Triangel gesetzt. Die würde ich jetzt so 40 cm voneinander entfernt als großen Strauch zusammenwachsen lassen. Aber Sie sehen, diese junge Pflanze hier, die hat auch schon so viele Verzweigungen und ist schon so dicht. Also es muss nicht immer zwingend die Dreiergruppe sein. Und von daher pflanzen wir jetzt hier in diesen Gelbharmonien im Prinzip dazu. Und da bietet sich an, grundsätzlich haben Rosen das immer gerne, wenn das um sie herum passiert. Sie wollen nur die Show nicht gestohlen kriegen. Ja? Also die Rose ist wohl klar die Königin der Blumen. Die mag es, wenn ihr Hofstaat ihr zu Füßen liegt oder sie leicht umspielt und einfach irgendwo dezent mit ihr umgeht. Und was sie halt nicht wollen, ist zum Beispiel jetzt zur Rose unbedingt eine Pfingstrose dazu. Ja? Weil da sind wir dann sofort in so einer Konkurrenz. Aber alles, was die Rose umspielt, was zart ist, was eben, wie gesagt, ihr zu Füßen liegt. Das ist wunderbar, vor allem weil sie dann auch keine Monokultur haben und der Boden viel gesünder und reichhaltiger bleibt, wenn andere Stauden auch mit im Spiel sind. Und sie wollen natürlich auch die Erde gerne um die Rosen bedeckt haben und das vielleicht nicht nur eben mit Gartenfaser oder anderen Materialien, dass da nicht so viel Unkraut durchkommt, sondern natürlich sicherlich gerne mit Pflanzen. Und da eignen sich natürlich viele schon mal gleich von vornherein bodendeckende Pflanzen. Hier bei dieser Gelbkombination haben wir jetzt mit einer Bergminze einfach mal angefangen, mit dieser Calaminta nepeta. Die ist sehr, sehr schön mit ganz, ganz vielen kleinen Blüten und ganz vielen kleinen Blättchen. Und wenn Sie ein bisschen dran reiben am Blatt, dann haben Sie diesen herrlichen Minzeduft auch. Und die machen natürlich wunderschöne Kissen um ihre Rosen herum und sehen dann auch sehr, sehr hübsch aus. Was natürlich immer
sehr gut geht zu den gelben Rosen, ist ein Kontrast auch dabei. Finde ich also immer dann, dass es nicht zu langweilig wird, nur so Ton in Ton. Und da ist zum Beispiel der Ziersalbei, gibt es verschiedenste Sorten, die da sehr schön sind, die nicht so wahnsinnig hoch werden, also nicht die Rose quasi übermannen, überdecken. Aber hier haben wir zum Beispiel Caradonna als Ziersalbei. Ich zeige Ihnen aber gleich auch noch ein paar andere Sorten. Sehr, sehr beliebt bei den Bienen, auch immer wichtig. Was hier auch schön in der Gelbharmonie passt, dann wiederum auch mit dem Salbei im korrespondierend, das sind die Schafgarben. Die gibt es ja auch in verschiedensten Farben. Ich finde immer ganz schön dieses fedrige Blatt, das Laub der Schafgarben, weil das einfach so schön gezackt ist und eben von daher wieder eine ganz andere Form hat als eben das rundere Laub von den Rosen und immer sehr schön Struktur auch wieder ins Beet gibt. Hier arbeiten wir jetzt eben mit einer gelben Schafgarbe. Und die heißt Summer Gold übrigens. Und was natürlich auch immer klasse aussieht, ist hier die Wolfsmilch, die Euphorbien, die einfach mit ihrem Gelb dann auch sehr, sehr schön wiederum mit den Rosen korrespondieren. Und da finde ich es auch wieder dann sehr interessant, einfach dieses rotere Blatt, das auch wieder so ein bisschen ein Farbspiel und einen Kontrast dazu gibt. Also immer dran denken, Laub ist super wichtig bei den Beetkombinationen, weil Laub haben sie quasi den ganzen Sommer über, vom Frühjahr bis spät in den Herbst oder Winter hinein, wohingegen Blüten häufig ja dann eben auch mal verschwunden sind. Deswegen also auch immer ans Laub denken und damit spielen. Ne? Ja, und hier Caryopteris natürlich, Bartblume, auch immer super, ist spierenhaft, ist leicht, übermannt die Rose nicht, aber umspielt und eben dann mit diesen blauen, wunderschönen Blüten bringt es auch so eine Leichtigkeit ins Beet. Also das ist eine sehr schöne Sache. Und Sie sehen, wir haben jetzt teilweise Kontrast hier, eben durch das Blau, Lila und auch Purpur. Aber wir könnten natürlich auch ganz Ton in Ton bleiben, nur mit einer Gelbkomposition. Das kann man einfach sich dann überlegen, wie man das gerne haben möchte. Beides ist erlaubt. Ja, Sie sehen hier schon diese wunderschönen kleinen Nelken, die im Prinzip ein herrlicher Begleiter hier sind zu unserer Sweet Pretty. Wir gehen wieder von der Rose aus, wie eben schon gesagt. Und diese Sweet Pretty, ich liebe sie einfach. Deswegen kommt sie relativ häufig auch in den Videos bei uns vor. Aber sie ist halt einfach so ein Darling, so ein Schatz im Beet, weil sie einfach so fröhlich ist und diese herrlichen Staubgefäße hat, die einfach so hervortreten und diese offene Blüte und super, super gesundes Laub und sie einfach schön kompakt auch bleibt. Also die würde ich auf jeden Fall auch wieder in so eine Dreiergruppe in einem größeren Beet setzen. Wenn Sie ein kleines Beet haben, reicht Ihnen auch wiederum eine. Aber wenn Sie jetzt so sagen, was nicht 2 Quadratmeter, 3 Quadratmeter, da verträgt es durchaus schon so eine Gruppe auch. Können natürlich auch noch mit anderen Rosen mischen. Sie müssen ja nicht dann immer nur diese eine Sorte haben, können dann auch noch mal mit anderen eben dazu pflanzen. Auf jeden Fall, was der Sweet Pretty, da brauche ich jetzt Sachen, die auch so ein bisschen nicht ganz so mächtig werden. Was der wunderschön zu Füßen liegt, sind eben solche kleinen Nelken, finden Sie auch bei uns im Online-Shop. Was auch ganz, ganz toll funktioniert, damit wir jetzt wieder so ein bisschen eine andere Form ins Beet bringen. Das ist halt immer, ich möchte nicht nur rund im Beet haben. Ich möchte bei den Rosen gerne auch so ein bisschen was Speerförmiges, was Kerzenförmiges, was Aufschießendes haben, damit ich einfach so verschiedene Strukturen im Beet habe und es nicht nur so vor sich hin wallert, sondern einfach auch mal wieder so ein Ausrufezeichen gesetzt wird. Und da sind natürlich die Zwergschwertlilien hier sehr, sehr schön, die Iris, die Lilliputs in dem Fall, weil sie einfach eben bei der Sweet Pretty da nicht so überragend hoch werden. Also Iris Barbata Nana ist das zum Beispiel in Violettblau, ganz, ganz schön. Und was haben wir denn da noch? Ja, klar, ein Bodendecker braucht es auf jeden Fall. Und da würde ich eben jetzt hier in dem Fall das Geranium Patricia dazu nehmen oder Patricia, wie man möchte. Und das korrespondiert eben auch wieder sehr, sehr schön mit den Blüten von der Sweet Pretty, nimmt so die gleichen Farben auf, hat auch so ein bisschen verschiedene Farben im Blütenblatt und eben auch wieder mit den Nelken zusammen. Diese Geraniumsorten, Storchenschnabel, super tolle Bodendecker, weil komplett unbeliebt bei den Schnecken. Also die wenden sich wirklich angeekelt ab und ziehen Leine, wenn sie das Geranium in den Beeten haben. Und von daher ist das wirklich eine wunderbare Geschichte. Also hier das Patricia zur Sweet Pretty als Bodendecker, ganz klasse.
Ich würde auch bei den Stauden immer Gruppen setzen, ja, dass ihr einfach so eine Dreiergruppe, eine Fünfergruppe, eine Siebenergruppe immer ungerade Zahlen, weil das hat dann einfach so diesen natürlicheren Habitus, als wenn sie da so einen Viererblock hinsetzen und dann ist es ein Block. Also von daher einfach da auch immer so ein bisschen spielen. Und Sie sehen das eigentlich bei uns in den Beschreibungen im Online-Shop und auch auf den Etiketten der Pflanzenhersteller, der Anbauer, sind eigentlich immer dann auch ganz gute Anleitungen geschrieben, wie viel Sie auf wie viel Quadratmeter eben dann brauchen. Es passiert nichts Schlimmes, wenn Sie zu wenig haben, dann tun Sie halt irgendwann nochmal dazu kaufen. Wenn Sie zu viel haben, dann teilen Sie Ihre Stauden oder pflanzen nochmal was um, das ist nicht so schlimm. Und bei dem Geranium ist es natürlich auch sehr schön, das geht häufig über Ausläufer weiter und verbreitet sich schön. Dann kann man das gerne auch mal aus dem Beet wieder rauszupfen, wenn es zu viel wird und irgendwo an einer anderen Stelle des Gartens auch toll verwenden. Ja, hier zur Sweet Pretty natürlich auch nochmal, um neben den Lilien auch nochmal ein bisschen was Höheres ins Beet zu bringen, ist ein Rittersporn immer ganz toll. Ich finde Rittersporn zu Rosen eh immer super. Da müssen Sie wieder aufpassen. Der ist super duper beliebt bei den Schnecken. Also das muss man im Auge behalten, dass Ihnen die jungen Pflänzchen da nicht über Nacht mal eben ratzfatz abgefressen sind. Absammeln ist nach wie vor die beste Methode bei den Schnecken, weil wenn sich die Viecher nicht treffen, passiert auch relativ wenig und sie halten die Population geringer. Und wirklich, wenn es ganz schlimm ist, eine ganz schlimme Schneckenzeit, dann muss man eventuell auch mal mit dem Schneckenkorn dran. Es gibt von Neudorf zum Beispiel Produkte, die vertretbar sind, aber ich finde halt, absammeln geht auf jeden Fall. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel dieses Delphinium Morgentau, ein etwas hellerer Rittersporn. Wir haben ja jetzt schon starke Farben auch im Beet mit den Zwergschwertlilien, aber eben dann vielleicht noch ein zarteres Blau durch diesen wunderschönen Morgentau-Rittersporn. Also Sie sehen, spielen ist die Devise. Einfach Spaß haben damit, ein bisschen was Niedrigeres zum Abdecken der Böden, ein bisschen was Speerförmiges, Spierenhaftes zum Architektur und Struktur ins Beet bringen, Statements setzen und dann einfach wirklich zum Beispiel wie hier diese hübschen Kissen mit den kleinen Nelken und ja, dann kommst du in dein Beet am Morgen, schaust da drauf und gute Laune ist einfach vorprogrammiert. Zu unserer hübschen kleinen Sarah-Rose möchte ich Ihnen einen Bodendecker vorstellen, der hier bei uns im Landhaus Ettenbühl absoluten Kultcharakter hat. Das ist dieses spanische Gänseblümchen. Und das passt im Prinzip eigentlich zu allen Rosen und ist ein so toller Bodendecker. Und die Leute fragen uns immer überall in den Beeten, um Gottes Willen, was ist das? Das ist so süß. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Gänseblümchen, ist aber feiner in der Blüte und im Blatt. Und ja, verteilt sich ganz, ganz wunderbar, so kissenartig in den Beeten, bringt so eine totale Lockerheit in die Beete, deckt den Boden wunderschön ab und hat ein tolles Farbspiel. Und mit der gelben Mitte zum Beispiel passt es auch total gut zu allen gelben Rosen. Aber dann hat es eben auch solche rosa Anteile im Blatt. Im Blütenblatt und passt damit auch zu rosanen Rosen, also hier zum Beispiel zu dieser hübschen kleinen Sarah. Das ist wirklich so ein bisschen porzellanfarbene Rose, sehr, sehr hübsch gefüllt und bleibt relativ klein, also ist eben auch eher so 60, 70 Zentimeter, macht auch so einen richtig schönen, kompakten Busch in ihrem Beet und da eben so diese kleinen spanischen Gänseblümchen drunter gesetzt. Das macht also wirklich richtig Spaß und Laune und wie gesagt, wir verwenden die hier gerne großflächig bei uns in den Beeten, weil die Besucher das also auch sehr gerne haben. Braucht dann aber auch wieder eben was, was ein bisschen Form und wieder Struktur ins Beet bringt, wie ich ja schon vorhin gesagt habe. Wo ist meine Brille? Muss ich jetzt mal schauen, was hier eigentlich so alles drin ist. Auf jeden Fall wieder der Rittersporn. Klar, hatte ich eben schon erwähnt beim anderen Rezept quasi. Das ist jetzt Atlantis, Delphinium Atlantis aus der Belladonna-Gruppe. Also ein sehr dunkler, knalliger Farbton oder was heißt knalliger, aber eben sehr starker Farbton. Und das passt natürlich zu diesem Porzellan, zartrosa, wieder wunderschön von der Rose und gibt dann einfach wieder einen starken Akzent. Ein weiterer toller Bodendecker finde ich eben auch dann zu so einer zartrosa Rose ist hier das Geranium, also der Storchenschnabel Roseanne. Und Roseanne hat einfach auch so einen wunderschönen Blaustich, Purpurstich im Blatt und macht also auch ganz toll schöne Flächen, schöne Kissen im Beet. Und da wiederum eben der Vorteil, dass die Schnecken überhaupt nicht gerne drangehen, Storchenschnabel Roseanne. Und
dann wiederum für die Höhe etwas spirenförmiger. Dann haben wir hier die Blauriesin Veronica longifolia. Die werden also wieder hoch und bringen auch eine starke Farbe wieder ins Beet. Also da haben sie wieder eher was Höheres, Aufschießenderes. Und dann auch noch die Duftnessel. Finde ich auch immer klasse mit Rosen kombiniert, weil eben doch relativ leicht, auch total beliebt bei den Bienen. Agastache, hier das ist Black Adder, die Duftnessel. Und finde ich auch wieder ganz attraktiv mit den purpurlila Anteilen im Laub und dann eben als Umspielung, so Beipflanzung bei den Rosen, eben wirklich richtig klasse. Also da kann man auch ganz wunderbar spielen. Und aber wie gesagt, dieses Gänseblümchen, das Spanische, das kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Ja, und jetzt aber zu einer ganz starken Farbe von Rose, nämlich richtig knalliges Rot oder dunkles Rot. Da sind wir bei Oscar Fair. Und da sehen Sie schon dieses bronzefarbene Laub zu den wirklich stark roten Blüten. Da kann man natürlich jetzt auch wirklich richtig schön spielen. Da kann man zum Beispiel auch hier was weiteres Rotlaubiges mit ins Beet bringen, wenn Sie Platz haben vor allem. Nämlich zum Beispiel hier diese Berberis, die dann wieder ganz toll mit dem bronzefarbenen Laub korrespondiert. Die kann man auch relativ schön in Form halten und schneiden. Was auch toll immer zu Rosen ist, grundsätzlich sind Kräuter. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel einfach Thymian. Der bringt dann unter diesen Rosen wiederum so ein bisschen Ruhe ins Beet. Natürlich auch den Duft. Also Kräuter und Rosen geht immer toll. Eben Salbei, Oregano, Thymian, Rosmarin, alles Mögliche ist toll mit Rosen zu kombinieren. Hier haben wir dann die Achillea und zwar wieder eine Schafgarbe, aber hier natürlich bewusst auch in einem Rotton, was dann wiederum mit der Rose oder der Berberis, wie auch immer, zusammengeht. Und auch hier wieder dieses fedrige Laub, das dann eben doch einen starken Kontrast auch zu diesem bronzefarbenen runden Laub von der Rose bildet. Und hier natürlich dann auch wieder die Iris, die besonders schön einfach Struktur und dann auch hier Farbe ins Beet bringt und einfach nochmal einen anderen Aspekt. Und was haben wir hier noch? Da muss ich mal gerade die Brille aufsetzen. Genau, die Monaden, klar. Nicht wegzudenken, auch gerade aus der Sommerbepflanzung. Die sind natürlich immer klasse. Das ist jetzt hier zum Beispiel Cambridge Scarlet, also auch wieder eine starke Farbe. Und die blühen sehr, sehr lang und ausdauernd und sind also von daher auch wirklich richtig schön und gut. Indianernessel übrigens auf Deutsch. So, also das ist einfach mal so eine rot-purpur starke Farbe-Kombination, aber da also ruhig auch wieder dann gerade so durch die Kräuter und eben andere Laubfarben auch ein bisschen Ruhe reinbringen, dass es dann nicht zu viel wird. Gut, dann schauen wir mal, was da drüben noch steht. Kommen Sie mal mit, beziehungsweise schauen Sie hier einfach über den Tisch. Da gucken wir mal, was da noch ist. Ja, da habe ich nämlich nochmal eine rote Rose, die Red Amber. Finde ich auch immer sehr, sehr schön. Starker Blickfang im Beet. Für die, die es gerne wirklich ein bisschen knalliger haben im Beet. Und was wir jetzt noch gar nicht haben, ist eben der Kontrast zum Weiß. Und das ist zum Beispiel auch sehr, sehr schön. Da können Sie mit diesem Geranium sylvaticum mit einem weißen Storchenschnabel wunderschön umspielen lassen. Später im Jahr gibt es da noch andere tolle Stauden. Das machen wir dann aber ein anderes Mal. Aber eben, also das ist jetzt ein bisschen ein höherer Storchenschnabel. Sie sehen, die gibt es also nicht nur so als reine Bodendecker, kissenförmig, sondern eben auch hier dann sehr, sehr schön die Rosen umspielen. Ja, und das Gleiche macht im Prinzip hier auch der Phlox. Das ist White Perfume heißt der Phlox, noch ein bisschen höher. Und eben auch sehen Sie ein toller Kontrast, wenn Sie es also gerne diesen Rot-Weiß-Kontrast mal herstellen möchten. Bodendeckend haben wir da noch was Spezielles. Ja, da haben wir noch Salvia Nemrosa Adrian, ein weißer Steppensalbei. Der wäre jetzt zum Beispiel auch hier in dieser Rot-Weiß-Kombination sehr, sehr schön. Und wie wir vorhin die blauen Salvien hatten, ist das eben jetzt ein weißer. Und dann
habe ich hier noch, ja genau, Geranium, Pratense, Mrs. Kendall Clark. Da können wir dann auch wieder so ein bisschen Blau mit in das Rezept mit reinbringen, damit wir nicht nur so rein weiß, rot sind. Und wenn wir noch so ein bisschen blaue Blüten und eben wieder einen bodendeckenden Storchenschnabel haben möchten, dann ist der nämlich noch ganz klasse dazu. Und wenn wir noch ein bisschen mehr Farbe haben wollen, zum reinen weißen Phlox und zum weißen Storchenschnabel, dann könnte man zum Beispiel noch diesen Phlox Düsterlohe dazu nehmen. Das passt dann auch nochmal sehr schön eben zu dieser roten Rosenblüte, der in weißen Phlox und weißen Geranium und dann eben nochmal dieser etwas bläulichere Phlox, der dann da nochmal ein bisschen Farbe auch reinbringt ins Beet. Also auch das wäre eine gute Kombination. Und jetzt zu guter Letzt, mal schauen, ob ich Ihnen das ganze Ding nochmal hochwuchten kann, weil das möchte ich Ihnen nochmal als Ganzes zeigen. Yeah, oh, ich schaff's. Okay, okay. So, Moment, ich tauche gleich wieder auf, drehe es Ihnen noch um. Okay. Ja, die Rose Saphir hier, die hat zum Beispiel so ein wunderschönes Lila, so ein Lila-Stich im Blütenblatt und ist von daher ganz spannend, auch eben für Beetkombinationen. Und ähnlich wie hier der Flieder hinter mir, den sehen Sie jetzt wunderschön in voller Blüte, absoluter Traum. Eben so ein bisschen diese Fliederfarbe bringt die Rose ins Beet. Und ja, da kann man natürlich auch toll kombinieren. Logisch, Sie warten wahrscheinlich alle schon auf den Lavendel, ganz klar, der ist hier. Wir verwenden hier sehr, sehr gern die Sorte Hitcott Blue, weil er einfach so richtig satt, dieser richtig satte Provence-Lavendelton ins Beet bringt. Der wird bei uns auch direkt nach der Blüte zurückgeschnitten, wenn die Blütenstängel gerade so anfangen zu verblühen, weil wir dann häufig eine zweite Blüte auch noch mal im Jahr kriegen. Das machen wir beim Sommer dann noch mal mit der Rückschneiderei von Stauden. Von wegen Lavendel hält die Läuse fern von den Rosen. Das ist so ein bisschen der Wunsch und die Hoffnung, den man hätte, aber das ist nicht tatsächlich so, aber es sieht einfach toll zusammen aus. Was auch sehr, sehr schön ist zu solchen lila-stichigen Rosen, ist zum Beispiel der Salbei Ostfriesland. Sehr schön, eben auch, passt gut zu dem Lila. Da haben die Ostfriesen den Nordfriesen, glaube ich, was voraus, weil Nordfriesland-Salbei gibt es, glaube ich, nicht. Und ganz toll natürlich auch als Bodendecker ist zum Beispiel hier dieses braune Geranium, heißt es. Aber es ist nicht wirklich eine braune Blüte, sondern einfach wirklich so eine ganz dunkel purpurne Blüte, die im Prinzip hier auch super zu diesen leicht bläulich-stichigen Rosen passt. Wiederum eben toller Bodendecker, dieser Storchenschnabel. Und was habe ich dann hier noch für Sie? Ja, ganz schön natürlich. Eigentlich immer, weil wir hatten ja vorhin von den Laubfarben gesprochen. Der Wollziest, Staches. Der hier ist es Byzantina Violett Rosa, würde hier also auch jetzt ganz super toll dazu passen. Und die kriegen wir demnächst auch wieder in rauen Mengen. Haben sie, glaube ich, jetzt im Moment heute noch nicht da, aber dann die Tage wieder. Und der ist natürlich einfach durch dieses silbrige Blatt, und da gibt es noch viele andere silbrige Stauden, die stelle ich Ihnen dann auch nochmal vor, ist natürlich toll eben auch in dieser Farbkombination mit diesen leicht flieder-violettfarbenen Rosen. Also Wollziest immer toll, Stachys Byzantina ist das in dem Fall. Ja, was habe ich noch? Zu guter Letzt noch hier den, das ist vielleicht auch noch mal ganz spannend, dass wir noch ein bisschen Höhe ins Beet kriegen bei dieser Kombination. Das ist der Phlox Hesperis, auch schön, umspielt dann eben einfach wieder die Rosen wunderschön und passt eben auch farblich ganz toll zu diesen fliederfarbenen Rosen. Ja, ich denke, das war jetzt wieder eine ganze Menge Info heute für Sie. Und Sie finden natürlich in der Infobox unten alle Links zu diesen Pflanzen, die ich Ihnen jetzt heute vorgestellt habe. Wenn gerade bei uns im Onlineshop was nicht lieferbar sein sollte, dann hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse. Dann werden Sie, sobald wieder aufgefüllt ist, auch sofort informiert werden, wenn die Pflanzen wieder da sind. Und das geht jetzt sukzessive ständig. Es kommen jetzt immer die Pflanzenlieferungen rein und dann geht es wieder raus und dann geht es wieder rein. Also da muss man dann nicht lange warten. Das lohnt sich, da die E-Mail-Adresse einzugeben. Und wir machen natürlich auch Pflanzpläne, da können Sie gerne anfragen, dann können wir ein Angebot schicken, wenn Sie jetzt sagen, okay, mein Beet ist 3x5 Meter und ich möchte da gerne so und so eine Farbharmonie, schicken Sie eine E-Mail, dann können wir Ihnen, wie gesagt, anbieten, wie wir Ihnen das planen können. Pflegen ist ein bisschen schwierig von hier, aber die Tipps zur Pflege kriegen Sie dann auch.
Ja, und damit möchte ich mich einfach für heute bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken. Wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Sonntag. Nächste Woche ist Muttertag. Ja, ich denke, da werden wir einfach wieder einen wunderschönen Spaziergang hier durch die hoffentlich blühenden Gärten, durch die frühlingshaften Gärten und hoffentlich auch bei Sonnenschein mit Ihnen machen können und Ihnen dann auch wieder ein paar Tipps geben. Und zu aller guter Letzt, das Hollandschüffel ist angekommen. Schlagen Sie jetzt zu, weil die sind vielleicht sonst ganz schnell wieder ausverkauft. Das wollte ich Ihnen noch kurz sagen. Da warten ja einige noch drauf auf das Schüffel. Also, das war's für heute. Ganz herzliche Grüße aus dem Landhaus Ettenbühl. Genießen Sie Ihren Sonntag und dann bis bald wieder. Tschüss!